Jo, moin liebe Leute und willkommen zu einer neuen Frage- und Antwortrunde mit mir, dem Juten Romjat, der eure Fragen endlich mal beantwortet in dem neuen Format hier, dass ich jetzt einfach mal gestartet habe, nachdem es so viele Fragen über die Zeit aufgekommen sind, ist mir ja vor längerem schon auf ein Textdokument weißem Papier gespeichert habe und ist langsamer Abklapper. Und ja, wenn die Fragen durch sind, dann könnt man natürlich auch neue stellen. Und die neuen, die dann jetzt kommen, die mir auf meiner Facebook-Seite oder beziehungsweise YouTube-Seite gestellt werden, sogar mit Namen, dass diejenigen auch Bescheid wissen, wer diese Frage gestellt hat. Oder vielleicht sind die ein oder anderen Fragen von euch dann schon beantwortet, die ihr vielleicht gehabt habt. Wie gesagt, und ebenso würde mich interessieren, ob euch dieses Format gefällt und ich sowas beibehalten soll oder ihr sagt, nee, es muss nicht sein, komm, klapper die Fragen ab und gut ist. Ja, aber durch das ich keinen Bock mehr hatte, in jeder XYZ-Folge da mal hier eine Frage zu beantworten, da mal eine Frage zu beantworten, habe ich gedacht, komm, jetzt starte das Format, dass du da endlich mal eine klare Linie abarbeitest und ja, endlich mal die Leute, die vielleicht länger schon auf diese Frage oder diese Antwort warten, damit zufriedenstellt. So, aber jetzt auch genug gelabert. Wir sind immer noch hier in LPB Reloaded im Hintergrund. Das passt für mich einfach am besten dazu. Na, man kann auch in Ruhe Endthema beantworten, indem man so ein paar Fahrzeuge zurückbringt und dann die Fragen liest, die ich halb oberhalb meines zweiten Bildschirmes habe und dann in Ruhe beantworten kann. Wie ich denn das hinbringe hier? Euch angezeigt, oder? Egal, wir fahren einfach mal. So, wir stellen uns jetzt bitte die erste Frage in dieser Runde hier. Wieso der Name Romjat? Ich habe mal gesagt, was für Spiele ich schon öfter mal gespielt habe. Und Star Wars Galaxies war eins der Spiele, die mich auch zum verschiedenen Namen gebracht haben. Ihr habt auch mitgekriegt, dass ich schon mal den Namen Agon hatte. Oder was weiß ich nicht was. Und Gods Army, Gomi, was weiß ich, was da noch alles zusammenkam. Ja, und die kamen wirklich damals mit diesem Rollenspiel, mein erstes intensives Rollenspiel, Star Wars Galaxies zustande. Irgendwann mal einen Verkäufer erstellt, der den Namen, keine Ahnung wie hatte. Und ich habe ihn einfach umgenannt zu Romjat Army. Romjat verfolgt mich seitdem hier tagtäglich durch solche Online-Games. Und deswegen auch mein Name Romjat, beziehungsweise Romjat Let's Play. Ach nee, ich bin jetzt mittlerweile nur der Romjat, den ich seitdem praktisch benutze und der gang und gäbe geworden ist. Ja, der Name gefiel mir, der Name passt dazu. Und das Lustige ist, ne? Kennt ihr das Wortspiel? Ihr kennt vielleicht Romeo und Julia. Jetzt überlegt mal. Romjat und Junalia. Dummes Wortspiel. War ein Zufall. Aber ja, ist mir irgendwie trotzdem irgendwann mal aufgefallen, wo ich dann dachte, okay, das ist ja krass. Ne? Also Romjat und Junalia. Ja, aber so kam ich zu meinem Namen, der mich jetzt seitdem begleitet. Also wie bei vielen, vielen anderen. Jetzt die nächste Frage wäre, wohne in der Stadt oder im Dorf? Ich sag mal so, bei mir ist es die Internetleitung. Ja, wenn mal irgendwie Langeweile irgendwo aufkommt, dass man da wenigstens mal schnelleres Internet hat. Ich kenne das zum Beispiel von den Eltern meiner Freundin, die wohnen auf dem Land. Also ländlich, sage ich mal eher. Was aber eigentlich eine Stadt sein soll, aber die Internetanbindung ist für den Arsch. Wenn man da irgendwas im Internet machen will, dann ja, kann man warten und warten und warten. Und es will nicht so, wie man eigentlich selber vorhat zu wollen. Deswegen, sollte die Internetanbindung stimmen, wäre ich auch auf dem Dorf sehr, sehr glücklich. Auch wenn man zum nächsten Nachbarn irgendwie ein Auto braucht oder fürs Krankenhaus, was weiß ich nicht was. Aber die Ruhe würde mir, denke ich mal, sehr, sehr gut tun. Ansonsten bin ich doch eher der Stadtmensch, der ja ein bisschen Action schon braucht. Also bin ich ehrlich. Ne? Also hier hat man immer was. Ne, wenn man in der Stadt lebt und kriegt dann öfters Sachen mit.
wieder so eine Frage, da kann ich mich nicht festlegen. Also sowohl wie auch. Ich mag ruhige Tage und ich mag actionreiche Tage. Aber gehen wir mal zur nächsten Frage über. Was geht dir am meisten auf die Nerven? An allererster Stelle penetrante Leute, die ihre Links posten, so, ja, ich habe dich abonniert, schau doch auf mal auf meine Seite vorbei. Oder noch penetrantere Leute, wie, die hat man kennengelernt, die wollen mit dir zocken und nerven dich einfach mit, ja, komm mit zocken, komm dies, komm das, blöde Kommentare, dies, das, jenes, das. Boah, das kotzt an. Das kotzt richtig an. Oder wenn man wirklich nervige Leute hat, die penetrant irgendwie nur meinen, labern zu müssen, nicht darauf zu hören, was man gerade gesagt hat, ne, oder was weiß ich nicht was. Also ich meine, es gibt ja Hören im Sinne von, man kennt sich mit der Sache aus, bitte hör doch auf mich. Und es gibt natürlich Hören, nee, das ist falsch. Man kann ja des Besseren belehrt werden. Da bin ich dann auch geneigt, da mal zuzuhören. Aber ansonsten, sowas geht mir richtig auf die Nerven. Ganz penetrante Leute, die dann auch zum Beispiel telefonmäßig da öfter mal anrufen, stalkermäßig schon der sind und wollen und dies und das. Das nervt mich richtig. Hier kann man irgendwie keine Autos. Haben wir hier ein Auto? Da auch nicht. Der ist nutzbar. Wir kommen aber auch zur nächsten Frage. Hast du eine Allergie? Ich reagiere ganz allergisch auf penetrante Leute. Nein, jetzt so Spaß beiseite. Ja, auch ich leide unter Allergien. Also sprich Pollenallergie. Ganz, ganz extrem war es letztes Jahr, da ich die gemerkt habe. Und da musste ich auch mal auf medikamentöse Behandlungen mich einlassen. Also wirklich hier Cetirizin und Co. und dies und das. Hab schon versucht, Rehabilitation zu machen. Das funktioniert alles nicht. Und deswegen bleibt mir die Allergie auf jeden Fall am Körper. Es kommt immer auf die Jahreszeit an und wie krass gerade die Blühzeit von gewissen Bäumen und Co. ist. Ich hab's nicht immer, aber ab und zu. Es ist mittlerweile auch so, dass ich dann ab und zu diese Asthma-Beschwerden habe. Ne? Also Allergie wie Milben und Co. Verschiedene Pollen habe ich auf jeden Fall. So, nächste Frage. Hallo Romiat, wollte wissen, ob du Kinder hast. Ah, die Frage kam schon mal. Nein, ich habe noch keine Kinder. Die ist auch schnell beantwortet. Ne, und klar, man vor, irgendwann mal vielleicht Kinder zu haben, weiß es nicht. Also muss man halt mal gucken. So, nächste Frage. Besitzt du noch Sachen aus deiner Kindheit? Sogar einige Sachen. Einige Sachen aus meiner Kindheit. Da haben wir letztens drüber gelacht. Mein erstes Kuscheltier, was meine Mama selbst gestrickt hat, hatte ich letzt noch in den Händen. Und mal gucken, wenn ich die Roomtour mache, vielleicht irgendwann mal, dass ich da mal ein Foto von poste oder das Kuscheltier vielleicht zeige. Aber ich habe so einige Sachen aus meiner Kindheit noch, die ich auch, denke ich mal, nicht wegschmeißen werde. Ne? Da hängen Erinnerungen dran und ja, also ich habe noch Sachen aus meiner Kindheit auf jeden Fall. Nächste Frage. Hast du Angst vor Tieren? Kommt immer aufs Tier an. Ich wurde als kleiner Junge mal von einem Hund gebissen. Ich habe tierischen Respekt vor richtig aggressiv bellenden Hunden. Wobei man da ja nicht die Angst zeigen sollte. Ne? Da ist dann auch immer, oder ist man dann auch immer das gefundene Fressen, sag ich mal. Also blöd, dass es jetzt anhört, aber es ist wirklich so. Ansonsten habe ich tierisches. Damals gab es diese normalen Weberknechte, diese kleinen Spinnen mit ganz dünnen Beinen und mittlerweile sind die ja mutiert. Also ich habe da richtig, richtig Respekt vor solchen fetten Viechern. Genauso wie Ratten oder Wölfe, was weiß ich nicht was. Es gibt bestimmt noch andere Tiere, wo ich Schiss vor habe, was ich aber so selbst noch nicht rausgefunden habe. Aber so im Großen und Ganzen kann ich es nicht verneinen. Ja, ich habe Angst vor Tieren. So, gehen wir mal zur nächsten Frage. Einfach noch ein paar Minuten. Was war die schwerste Entscheidung bisher in deinem Leben? Die schwerste Entscheidung. Also ich habe einige Entscheidungen gehabt, aber die schwerste Entscheidung für mich... Ich will es einfach mal ehrlich sein. Man sagt ja normalerweise so aus dem Private Life, soll man nichts aus dem Dingens ausplaudern, aber... Da war meine schwerste Entscheidung, wie meine Mutter von mir verlangt hat, wie sie
Krebserkrankte. Jungs, wenn es mal so ist, dass ich nur an Geräten noch leben kann, will ich, dass ihr mir unterschreibt, dass ihr das Anrecht habt zu sagen, stellt die Gerätschaften ab. Genauso wie möchte sie begraben werden, dass wir darüber sprechen, das Ganze klar machen. Das waren für mich die schwersten Entscheidungen. Wie es dann wirklich kam, ich da stehen musste und sagen musste, okay Mama, wir machen das so. War meine aller schwerste Entscheidung. Ja, wenn man da selber überlegen muss, will man doch versuchen, das Menschenleben zu retten oder will man dem Mensch die Qual ersparen. Ist einfach so. Das war meine schwerste Entscheidung. Das will ich keinem gönnen, bin ich ehrlich. Also, das wünscht man keinem. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Was würdest du machen, wenn der Strom ausfällt und bis zu 24 Stunden nicht wieder da ist? Haha, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Boah, ich würde ausrasten. Ausrasten, besonders dann, wenn man schon weiß, woran es liegt und es tut sich einfach nichts. Ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig. Kerzen rauskramen, Kerzen anmachen und einfach abwarten, dass der Strom wieder da ist. Vielleicht noch Batterien finden, damit es ein bisschen Musik hat und zusehen, dass der Handy-Akku nicht komplett leer ist, sollte man einen Notfall haben. Es funktioniert ja nicht nur das Telefon dann, das ja mittlerweile auch über Strom läuft, dass man dann im Notfall auf sein Handy zurückgreifen kann. Das wäre, glaube ich, das, was ich alles machen würde. Erstmal für dich sorgen, weil Dunkelheit macht halt krank. Also richtig krank. Und ja. Wenn ich die Möglichkeit hätte, so ein Fahrrad zu besitzen, so mit Dynamo und keine Ahnung was, um Selbststrom zu erzeugen, würde ich, glaube ich, sogar das machen. Mich aufs Rad setzen, wie es, um Fernsehen gucken zu können. Oder was weiß ich nicht was. Aber, naja, das umzusetzen ist immer so eine Sache. Gut, liebe Freunde. Das soll aber auch die Runde schon wieder gewesen sein. Mich würde es trotzdem interessieren, was haltet ihr von so einem Format? Wollt ihr sowas öfters sehen oder nicht? Oder habt ihr noch andere Vorschläge an Formaten? Was weiß ich nicht was? Und ja, ebenso würde mich interessieren, hat euch diese Folge gefallen? Zeigst du mit einem Daumen hoch, hat es euch nicht gefallen, dann natürlich Daumen runter. Wenn ihr mir einen Daumen runter gebt, sagt mir wenigstens warum, weshalb. Weil man sich halt nur so verbessern kann. Was habe ich gerade gedacht, hier kommt ein Schlumpf an. Und ja, qualitativ auch etwas ändern kann an seinen Videos. Gut, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und macht's gut. Tschüss.